Samstag fertig machen. Ja. Ich weiß ja nur, was uns die Quelle gesagt hat. Und was die Quelle gesagt hat, war also ein moralischer Antrieb. Die Aussage war, ich will, dass diese Verbrechen, diese Straftaten öffentlich werden. Also die Quelle hat offenbar sehr, sehr viel in diesen Daten schon gesehen, wo sie dachte, das muss an die Öffentlichkeit, und hat sich deswegen an die Süddeutsche Zeitung offenbar gewandt. Wir haben ganz früh schon gesehen, dass sehr, sehr viele internationale Geschichten in den Daten sind. Wir haben Links gesehen zu Affären und Skandalen in Afrika, in Nahost, in Asien und so weiter. Und das hätte unsere Leser gar nicht so wahnsinnig interessiert. Wir wollten aber nicht, dass die Geschichten unerzählt bleiben. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass es so große Reaktionen gibt, dass jeder Fernsehsender in den USA darüber berichtet, dass wir Medienanfragen aus der ganzen Welt haben, dass vor allem die ganzen Geschichten so gut laufen. Wir haben ja schon wirklich, es ist ein Premierminister zurückgetreten. Wenn Loa rausnimmt, hier. Loa.